und zwar Clean and Dirty, 4000 Kalorien für asoziale Masse. Digga, was sind das denn hier für asoziale Sandwiches? Ja, aber lecker aus, hätte ich jetzt Bock drauf. So, let's go. Für alle der Norm entsprechend müssen es mindestens 4 Lagen sein. Was sagt Papa? Bektin, ne? Genau. Süß. Eher meine altbewährte Formel, würde ich jetzt mal so behaupten, weil das habe ich früher im Prinzip immer gemacht. Dementsprechend bin ich da ein bisschen zurückgegangen. Ja, hallo meine nach der absoluten Masse gehende Freunde und willkommen zu einem neuen Full Day of Eating. Ich werde euch heute bei allen Mahlzeiten mitnehmen und natürlich immer Makronährstoffe etc. mit angeben. Das Gewicht. So Full Day of Eating Dinger feiere ich immer extrem. Ich hasse Trainingsvideos, aber Full Day of Eating finde ich geil. Vekas, danke dir für die netten Worte. Ich lag heute Morgen bei 100,5 Kilo. Das Gewichtsplus wird aber auch wesentlich dadurch getrieben, ja, dass ich gestern Abend noch ordentlich Salz in Und ich danke dir für das Abo Stufe 1. inhaliert habe und dementsprechend heute spongy as fuck bin, aber dafür wenigstens nur noch halbdurchsichtig. Freunde, das ist völlig unterschiedlich, ne? Jeder braucht andere Kalorien und ich denke mal, weil hier machen sich ein paar Leute lustig über die 4000 Kalorien, ich denke mal, er kennt seinen Körper, er weiß, wie das alles funktioniert und der geht Step by Step mit den Kalorien rauf und irgendwann reicht es auch. Es heißt nicht gleich, umso mehr Kalorien, umso brutaler wirst du oder keine Ahnung was. Zudem müssen wir bedenken, der Typ ist natural. Ja, zweitens, er ist gerade aus dem Wettkampf raus im Herbst, das ist jetzt, ich denke mal, sein letzter Wettkampf war, glaube ich, im November, wenn ich mich nicht irre. Romanian Pro war sein letzter. Ja, das war Mitte November und er hat den Rebound genutzt, hat Reverse Diet gemacht, denke ich schon, und es ist Step by Step jetzt raufgegangen. Ne? Urs hat beispielsweise auch, ich glaube, 3,8 oder so in der Offseason. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist völlig unterschiedlich, Freunde. So, die erste Mahlzeit, wir haben 54 Gramm Eiweiß, 33 Gramm Fett und 24 Gramm Kohlenhydrate. Das Ganze vereinnahmt 625 Kilokalorien. Wir haben 5 Eier, 15 Gramm. Krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der in der ersten Mahlzeit so wenig Carbs hat. Ketchup, jetzt hier den Tommy's Ketchup am Start, weil er einfach mal noch 1 € günstiger ist. Den Heinz Ketchup kaufe ich nur im Angebot. Insgesamt. Boah, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Der guckt beim Ketchup auf den Europreis. Also Paddy, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Was bist du denn für ein Pfennigfuchser? Günstiger ist, den Heinz Ketchup kaufe ich nur im Angebot. Insgesamt muss ich sagen, kaufe ich sehr, sehr viele Sachen nur noch im Angebot. Okay, das kann ich verstehen. Aber beim Ketchup, Digga, holst du eine Tube, die hält ja ein bisschen, ne? Aber so Fleisch und Gemüse oder sowas ist was anderes. Aber so Ketchup, keine Ahnung. Einfach schlichtweg, um ein bisschen Geld zu sparen, nachdem alles halt signifikant teurer geworden ist. Wir haben 100. Wir haben ja gesehen letztens in dem Video, wie viel er ausgibt im Monat für Essen. 100 Gramm ungefähr Spinat, 125 Gramm Quark und 15 Gramm Honig. Normalerweise ist. Ich bin so süß, dass die in der Küche noch die kleine Küche aufgebaut haben von Titanius. Hier, der Chat ist zwar im Hintergrund, aber die sieht man, glaube ich, gleich. LuxaTM, danke fürs Prime-Abo, Digga. Ich das Ganze auch gerne ein paar Maiswürfel noch dazu. Da musste ich jetzt aber feststellen, die habe ich so ein bisschen anscheinend gestern wegrationalisiert, ja. Okay, normalerweise gibt es Maiswaffeln, die sind weg, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, warum so wenig Carbs. Kaffee gibt es noch dazu, erste Mahlzeit, sind wir schon mal ganz gut aufgestellt und dann geht's weiter. So, bevor es für mich an Mahlzeit Nummer 2 geht, geht es für mich jetzt erstmal an die Wettkampfvorbereitungsplanung meiner Athleten für die Herbstsaison. Die ersten, die starten jetzt auch schon in die Wettkampfvorbereitung rein. Grundsätzlich. Die armen Nettis, Alter. Wir haben Anfang März und die müssen jetzt schon die Prep starten für Herbst. Die Zielsetzung dabei ist es natürlich immer, den Athleten mit der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit stage ready, also mit einer gewissen Härte, auf die Bühne zu bringen. Gleichzeitig sicherzustellen, dass vielleicht nicht zu hart gerade ans Ende hin gepusht werden muss, um diese Härte zu erreichen. Ja, weil das geht dann natürlich tendenziell eher mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder einher, dass mehr Muskelmasse eingebüßt wird. Aber auf der anderen Seite auch den Balanceakt zu wahren, dass die Diät nicht zu lang wird, weil das kann dann wiederum auch bedeuten, dass der Athlet oder die Athletin dir am Ende des Tages. Ein bisschen Spinat hier am Zahn, das triggert mich ein bisschen. Trennst du auch deine
Eier, Eiweiß vom Eigelb. Ja, als ich noch Eier im Plan hatte, ja, aktuell esse ich tatsächlich gar keine Eier, weil ich morgens früh immer Maispudding esse und als Fettquelle benutze ich Peanut Butter. Deswegen aktuell habe ich keine Eier, aber sonst entweder habe ich es in einen Tetrapack geholt oder ich habe es getrennt einfach ganz normal. Ne? Wie lange dauert das zu unterstützen, Athleten? Eine Prep zwischen, wenn die Ausgangslage gut ist, die meisten machen eine Prep zwischen 12 und 16 Wochen. Ist so Regel. Also in der Regel. Mental entleitet. Ich denke, das kriegen wir immer ganz gut in den meisten Fällen hin. Wir hören natürlich auch immer zwei dazu. Yes, so sieht's aus. Jetzt wird erstmal geplant. So, die zweite Mahlzeit des Tages ist auf jeden Fall ein Porridge. Ich habe eigentlich auf täglicher Basis Porridge. Immer ein Porridge mit einer gewissen Variation drin. Also teilweise mache ich das auch mit Butterkeks etc. Wir haben hier einen Schoko-Banane-Nuss-Porridge. Das Ganze vereinnahmt 865 Kilokalorien, 56 Gramm Eiweiß, 20 Gramm Fett und 108 Gramm. Diese Auflistung vom Cutter, irgendwie macht die mich durcheinander, Digga. Ich habe gerade gedacht schon, der isst 108 Gramm Fett. Matze, danke dir fürs Prime-Abo. Man könnte das irgendwie anders gestalten für die Zukunft. Man hat das irgendwie einfach umgekehrt. Dann würde das geiler aussehen. Kohlenhydrate. Das werde ich mir jetzt einverleiben. Dann werde ich die Flusen hier mal so ein bisschen beseitigen, damit ich, wenn gleich mein Gesicht auch etwas mondartig ist, vielleicht nicht. Ja, ich muss auch morgen oder übermorgen wieder TÜV machen, Alter. Das triggert mich extrem. Hier, das nervt mich. Ich bin da, was das angeht. Ich habe einen Dachschaden. Ich weiß, Freunde. Komplett verwahrlost aussehe und dann geht es auf jeden Fall ab, raus mit Titanus, kleiner Spaziergang und dann geht's noch die Großeltern besuchen. Ja? Das sollte man nicht vernachlässigen. Richtig, Freunde. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Wenn ihr noch Großeltern habt, verschwendet, verbringt auf jeden Fall Zeit mit denen. Ich habe gerade voll Hunger da drauf, ne? Ich schwöre es euch. Ich habe sogar die Zutaten hier bei mir zu Hause. Ne, gleich gibt es zweite Portion von meinem Rindergulasch. So, wir sind wieder zu Hause angekommen. Nächste Mahlzeit. Ey, Digga, das sieht echt geil aus. Mahlzeit Nummer 3 sind auf jeden Fall zwei Big Teas. Ja, nochmal. Für alle der Norm entsprechend müssen es mindestens vier Lagen sein, bestehend aus abwechselnd Chicken oder in einem anderen Aufschnitt und dann einem Salat. Ich habe jetzt hier Romana-Salat und in der Zwischenlage haben wir immer noch ein bisschen Light-Ketchup, zwei Stück hier an der Zahl plus ein Toast, ein Dinkel-Sandwich beschmiert mit Erdnussbutter und ein bisschen Reissirup. Hier mal noch 20 Gramm Erdnussbutter und 10 Gramm Reissirup, was uns zu 889 Kilokalorien kommen lässt, auf 73 Gramm Eiweiß, 24 Gramm Fett und 92 Gramm Kohlenhydrate. Das werde ich mir jetzt erstmal zum Abendessen. Freunde, an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet und euch stabile Supplements gönnen wollt, dann besucht die Seite esn.com mit dem Rabattcode William. Sichert ihr euch immer den besten Deal, beispielsweise auf das ISO Clear oder einen stabilen Pump Booster. Hier Crank Pump Pro kann ich euch empfehlen. Und wenn ihr was Gutes für eure Gesundheit tun wollt, haben wir auch reichlich Vitamine wie Zeug Athlete Stack. Also Rabattcode William, esn.com. Vielen Dank für den Support. Weiter geht's mit dem Video. Bro, wenn Toastbrot frisch ist, dann schmeckt es, finde ich es manchmal tatsächlich auch ungetoastet geiler als getoastet, aber wenn es frisch ist. Einverleiben, wir sitzen. Das ist ja so richtig soft, voll geil. Alter. Hier in der Runde, ja, halten alle jetzt gerade schon still. Dementsprechend wird jetzt erstmal gegessen. Ja. Was sagt Papa? Erinnert mich mal nach dem Video bitte, dass ich einen Wasserkocher bestellen muss. Ich vergesse das die ganze Zeit seit Wochen. Big Tea, ne? Genau.
Kokosöl ins Porridge, okay, interessant. Liefert auch sehr gute Fette, MCT. Man könnte 4 Leute satt bekommen mit seiner Ernährung. Boah, ne. Dann wären das ja nur 1000 Kalorien pro Person, Digga. So, Pre-Workout ist zur späten Stunde angesagt. Da gibt es wie immer 500... Hatte hier noch Ketchup. Geil, Alter. Ey, Patrick ist mies. Einfach sympathisch. Vorhin Spinat auf dem Zahn. Jetzt so Ketchup-Rest an der Backe. 80 Gramm. Bester Mann. Reisflocken gepaart mit 45 Gramm Ibuprofen-Geschmack. Butterkeks, 2 Gramm Salz und 2 Gramm Zimt plus Kokosöl, ja, 5 Gramm, also nicht der Nussmix, eher meine altbewährte Formel, würde ich jetzt mal so behaupten, weil das habe ich früher im Prinzip immer gemacht, dementsprechend wäre da ein bisschen zurückgegangen. Dann gibt es 2 Kokoskapseln, auf jeden Fall Energy, und natürlich 25 Gramm vom Kraft plus 10 Gramm Kreatin, also 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist ein ganz guter Richtwert, wenn ihr jetzt nicht mega fett seid oder mega spreadet. Das Ganze vereinnahmt 148 Kilokalorien, also Pre-Workout-Meal, das tracke ich hier ehrlich gesagt nicht. 71 Gramm Kohlenhydrate, 9 Gramm Fett und 42 Gramm Eiweiß. Man könnte das rein theoretisch tracken. Junge, das fuckt mich gerade ab, diese Ketchup muss weg. Dadurch, dass ich es jeden Tag drin habe zum Training, ist es mehr oder weniger egal. Ja, wir haben mal das Fitnessstudio abgeschlossen, jetzt geht's an die finale Mahlzeit oder Mahlzeiten, die man... Was für einfach so ein fetter Pizzateller XXL. Was ist das da noch daneben? Eis? Vanilleeis? Noch immer will. Sieht nach Vanilleeis aus. Wir haben 1107 Kilokalorien. Mir ist privat was dazwischen gekommen, Digga. Ich musste schnell ausmachen und mich um die Sache kümmern. Sorry, Alter, bei Warzone damals. War das letzte Woche Mittwoch, ne? Auch 73 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Fett und 151 Gramm Eiweiß. Kohlenhydrate durch 200 Gramm Chicken. Ich habe hier auf jeden Fall die... Digga, was ist das Weiße da? Das gelbe Weiße? Linsenwurstspeisen wieder verwendet von der Fleischreihe. Die gibt es immer so 3 Kilopack. Ist wirklich angenehm zuzubereiten. Dann präferierte Pfanne, 250 Gramm französische, 250 Gramm Brokkoli, nur 100 Gramm Reis, musst du ein bisschen Wegezoll zahlen, deswegen heute ein bisschen weniger. 150 Gramm Bärenmix als Dessert, wenn man so will, und ja, 150 Gramm von dem Cremissimo Eis hier. Habe ich richtig tatsächlich gedacht. Es ist wirklich Eis. Das gab es im Angebot, deswegen habe ich das im Prinzip gekauft. Also ich muss sagen, es gibt besseres Vanilleeis, aber von den Werten her ist das auch ganz in Ordnung. Im Nachgang dann noch die abendlichen Subs, 2 Kapseln von Ego D3K2, dann Elefantenbetäubungsdosis, 4 Kapseln No Stress und dann noch 6 Kapseln Omega-3 für 4,5 Gramm EPA. 500 Gramm Butter, Digga, das wär's. Danach Durchfall bis Rente, Alter. ADA kombiniert, 50 Milligramm Elementar. Ja, dieses Standard-Vanilleeis aus der Box, früher als Kind, wenn du das immer aufgemacht hast, gefunden hast, meine Mutter hat da irgendwelche Gewürze eingefroren. Mich immer gefreut und da drinnen waren dann irgendwelche polnischen Kräuter, Alter. Richtig schlimm war das. Zink gibt es ja noch. Oder Pilze oder Kraut, so tiefgefroren, für Pierogi. 2,4. Das hat einfach meine Kindheit zerstört, dieses Eis, diese Eisverpackung. 4 Gramm Knoblauchsaft, ja. Und dann später noch 2 Milligramm Melatonin über Ivo Sleep. Das habe ich jetzt aber an der Stelle oben. Wo liegen wir jetzt insgesamt, ja, von den Kalorien her? Also ich muss jetzt hier mal wieder ein bisschen... Ja, Mann, Keksdose war auch schlimm. Ihr sagt es. Zurückgehen, wir haben auf jeden Fall makronährstofftechnisch 300 Gramm Eiweiß. Ja. Schlimmste Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich die schon erzählt habe im Stream, als mein Vater einmal, der hatte zu Hause, ich war keine Ahnung, 4-5 Jahre alt, ich war auf jeden Fall ein kleiner Pisser und da wurde noch, das war 90er Jahre, die haben noch im Wohnzimmer alle gesmoked, mein Vater hat da Kollegen eingeladen, die haben irgendwie getrunken, Zigaretten geraucht, irgendwas im Fernsehen geguckt und da war so eine Pepsi-Dose, ich weiß noch. War halb voll. Ich als kleiner Bengel gehe dahin, wollte einen Schluck nehmen und da wurde den ganzen Abend reingeascht. Digga, das war so ekelhaft. Ich habe gekotzt, meine Mutter musste sich richtig um mich kümmern. Das hat gebrannt, Digga, da war alles. Ich kann mich bis heute noch an diesen Geschmack erinnern. Das war Katastrophe, Alter. Schlimm, ich schwör's euch. Gänsehaut. Die Tendenz ist immer ein bisschen höher. Kriegst du tatsächlich nicht höher.
Vor allem du denkst, es ist leckere Pepsi oder Cola und da drinnen ist einfach Asche. Wirklich gedroppt, 106 Gramm Fett, was ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, was vollkommen im Rahmen ist, und 448 Gramm Carb. Der haut sich echt ordentlich viel Eiweiß rein, ne? Für so einen, ich dachte mal, die Nettis, die sind mit dem Eiweißbedarf immer einen Ticken unten weiter oben. Ach ja, könnte sicherlich eiweißtechnisch das Ganze noch ein bisschen drücken und dafür die Carbs ein bisschen höher schrauben. Habe ich mir so gedacht. Aber ist auch ein bisschen persönliche Präferenz in der Nahrungsmittelauswahl und dadurch, dass ich generell eher lieber ein bisschen safe gehe, wenn es darum geht, die Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Bei 5 Mahlzeiten kommt dann relativ schnell was zusammen. Bei vielen wäre das denn hier an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja, wir machen uns ans Werk. Ansonsten taucht hier die Hälfte auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Also geil, ich feiere Full Day of Eatings. Vor allem bei ihm ist es immer cool, ein bisschen abwechslungsreich. Sehr, sehr nice. Sonst natürlich den Hashtag YouTube, also immer das Kommentar. Ich finde gut. Denkt natürlich daran, dass ihr das gesamte Unterfangen hier damit immer unterstützt. Dass ihr im Evo Shop mit Co. Patrick bestellt, im Burger Shop, in meinem Merch Shop, ja, euch stabile Kleidung fürs Turnieren etc. holt und 10% mehr Wachstum sichert. Natürlich dann auch bei der Fleischerei Schäfer, wenn ihr Fleischbedarf habt, und im Intelligence Strength Shop, wenn ihr beispielsweise Hardware wie Zughilfen sind übrigens wieder restockt etc. braucht. Yes, so sieht's aus, meine Freunde. Ansonsten hoffe ich natürlich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren. Fleißig abonnieren. Ja, geil, Alter. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Patrick mit seinem Full Day of Eating und zur letzten Mahlzeit schön Eis, Alter. Wie damals mit Spiena. Immer, der hat immer Ben Jerry gegessen vorm Schlafen. Aber das hatte, denke ich mal, andere Dinger. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.